Alles wartet auf ihn. Die Briefträger stoßen zu einem Empfang ins Posthorn und da kommt er auch schon. Nicht per Luftpost, sondern per Express-Eilboten. Der Mann, auf den die Menge hier wartet, der Film, auf den Sie warten. Heinz Rühmann, zum ersten Mal im Farbfilm als Briefträger Müller. Wenn dieser Film in Ihrem Kino läuft, dann werden Sie bestimmt mit Oskar Sima sagen: Herzlich willkommen! Kinder, manchmal glaube ich wirklich, Papa hat einen Knall. Papa hat wirklich einen Knall. Als Briefträger nahm ihn jeder ernst, als Frackträger wird er auf den Arm genommen. Morgen fange ich an, die Aussteuer zu kaufen. Warum fängst du an? Wäsche. Tischwäsche. Bettwäsche. Heizwäsche. Mir ist so, als ob wir... Als ob wir? Hm? Mir ist so, als ob wir von einem gewissen Augenblick an du gesagt hätten. Von was für einem Augenblick? Wie kommst du zu dieser Andeutung? Drehen Sie um. Sehen Sie weg. Ich verlange eine Erklärung. Namen Kaninchen. Namen Titus. Das ist kein Kuss auf den Mund. Schlechter Laune. Ärger gehabt? Ja, natürlich. Papa, ja? Wie war denn die hübsche Dame, mit der du heute geritten bist? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ich reite immer allein. Tu mir den einzigen Gefallen und mach, dass du rauskommst. Was ist denn los? Aber das sage ich dir, das sind die letzten Tränen vor der Hochzeit. Nur wollen wir doch ehrlich sein, ja? Die Liebe vergeht und was übrig bleibt, sind die Sorgen. Deshalb soll man sehen, dass eine Frau was mitbringt in die Ehe. Ich habe ja noch nie einen Hund gehabt. Woher soll ich denn wissen, ne? Darf ich mal? So ganz leicht. Wo hast du es denn gern? Hinterm Ohr, ja? Da habe ich nämlich am liebsten. Das merkt man. Heinz Rühmann ist zum ersten Mal auf den Hund gekommen, sonst würde er auf seine Hundedame besser Acht geben. Denn wenn zwei Verliebte ins Heu gehen und kommen so beschwingt wieder heraus, dann stellen sich die Folgen bald ein. Wegen der Unterschrift komme ich dann später. Verzeihung. Alle Hunde finden ihn zum Anlassweg furchtlos und unerschrocken. In diesem Jubiläumsfarbfilm der Berolina im Herzogverleih sehen Sie Heinz Rühmann, Heli Finkenzeller, Susanne von Almaschi, Oskar Sima, Harald Paulsen, Gisela Mayen, Eckhard Dux, Trude Hesterberg, Else Rehwahl und viele andere. Briefträger Müller bringt Ihnen kein Einschreiben mit unbezahlten Rechnungen, keinen Steuerbescheid und ähnliche Schreckensbotschaften. Nein, er bringt Ihnen 2 Stunden, in denen Sie vor Lachen Tränen vergießen werden. Briefträger Müller besucht Sie demnächst in diesem Theater.